willkommen zu einer neuen Infonews aus dem SS-Software-Blog. Habt ihr am Montag, am 6. Dezember schon gesehen? Nikolaus, tja, was kann man da machen? Richtig, man haut einfach einen neuen Laster bzw. ein Update vom Euro 6 raus. Warum auch mal nicht? Und das ist hier passiert. Der Effizienz-Line in der 3er-Version. Ne? Ich, wo ich das Bild gesehen habe, dachte ich mir, geil, der TGX wird überarbeitet. Habe ich mich wohl getäuscht. Das macht aber auch nichts. Wir freuen uns über jedes Update hier, was eigentlich ins Spiel kommt. Und der Euro 6 ist ja sowieso, schaut hübsch aus und klasse und hast nicht gesehen. Und ein Update, why not? Und wer das Video gesehen hat von SDS, man kann schon die ganze Textur sehen, alles wie es funkelt und glänzt. Das sieht natürlich ganz hübsch aus. Wir werden uns das jetzt mal kurz im Spiel noch ein bisschen anschauen. Und gucken wir einfach mal, was da alles so mit dabei ist. Aber ich finde schon mal klasse, dass es jetzt zum Jahresende noch mal ein bisschen was raushaut. Ja, also XL, XLX und die XXL-Variante, glaube ich, ist klar. Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drauf mehr eingehen. Wir haben unsere ganzen Rundumleuchten dabei. Wir haben unsere Büschel, wir haben HL-Schoch. Wer es hat, wer es nicht hat, kaufen. Wir haben natürlich noch den Spoiler dazu, den ich richtig gut finde. Haben wir ja bei einigen Modellen im SCS-Portfolio, bei den Lastern eher nicht. Aber es finde ich gut, dass es da mit dabei ist. Also es hat schon mal was, ne? Ansonsten von Sonnenblende und die Tröten. Ansonsten bei der XLX-Variante, gucken wir da mal schnell drüber, was da noch so mit dabei ist. Natürlich der Original-Dachspoiler, so wie auch hier HL-Schoch und die Standard-SCS-Bügel, ne? Die sind, glaube ich, sind klar wie Knusprühe. Richtig. Und ansonsten noch, hier der XXL oben, haben wir dann auch wieder mit Spoiler dazu, sieht dann so aus, Tröten an der Seite, Rundumleuchten, wir haben auch wieder unsere ganzen Bügel dazu, da brauche ich eigentlich nicht mehr drauf eingehen, weil das ist einfach Standard und das wissen wir. Ich nehme mir heute mal die XLX, also so die goldene Mitte nehme ich mir heute mal zur Brust und dann schauen wir, was wir haben. Also wir haben 4x2, wir haben eine Techlift, Alter, was für ein langes Ding hier, sieht voll lang aus, ne? Midlift, ein bisschen kürzer, 6x4 und dann natürlich 8x4 Schwerlast. Logisch, klasse. Ich bleibe mal bei der 4x2, unsere Standardhubel. Wir haben von 330 bis sage und schreibe 640 Pferde. Haben wir alles mit am Start hier. Das finde ich soweit mal ganz gut. Dann haben wir Getriebe, ist glaube ich auch klar. Oh. Und Interieur. Interieur ist natürlich das, was hier so ein bisschen so. Gucken wir uns mal das ein bisschen an. Was ist hier alles passiert? Wir haben hier die Standard und Standard 2019. So, nochmal so. Ja. Sieht gleich mal ein bisschen anders aus. Eine Exklusivvariante. Und die Exklusiv 2019 haben wir noch mit dabei. Das sieht dann alles so aus, hier mit dem Löwen dazu. Toll, also wirklich sehr, sehr toll. Erinnert mich gleich so ein bisschen an Mazda, sein Hobel hier, ne? Wahnsinn. Farbe. Gibt es natürlich in sämtlichen Farben hier, in Weiß, Orange, Pink, Blass, Blau, alles, was ihr euch so vorstellt, ist hier mit am Start, ne? Toll. Ansonsten die ganzen Skins von SCS funktionieren natürlich tadellos. So, Spoiler ist, glaube ich, klar. Lassen wir mal dran. Ich mache jetzt mal ein paar Tröten dran, dass es ein bisschen noch was aussieht. Auch hier die Dachspoiler lasse ich mal. Lampen baue ich jetzt mal noch keine an. Die interessieren mich jetzt hier auch noch nicht. Wir haben unsere Spiegel auch lackiert. Dann haben wir hier noch ein paar Anbausachen, die auch nach wie vor funktionieren. Wie zum Beispiel Wolle sein Interieurmod. Ne? Toll. Dann gucken wir mal, was noch so alles mit dabei ist. Original 2019 und lackiert. Was haben wir da noch? Auch lackiert hier. Und dann noch das Original Logo. Wir nehmen natürlich die Original 2019 Scheinwerfer mit. Wir haben hier noch unsere Standardbügel, was auch da, Kunststoff, Chrom, lackiert und mit Chrom. Toll, oder? Und dann haben wir hier vorne noch die Standardbügel, die wir eh schon alle kennen. Ne? An der Seite haben wir noch Kunststoff mit dabei, wer das möchte, Türgriffe, Einstiegsleisten, ist klar. Was mich jetzt hier ein bisschen wundert, dass wir beim MAN hier keine Positionsleuchten an der Seite haben. Kann mir einer verraten, warum wir hier keine Positionsleuchten haben? Ist es vergessen worden oder kommt es noch oder gibt es die gar nicht? Weil der MAN hat doch hier, meine ich, hier und hier, wenn ich jetzt mal die Verkleidung weglasse, hat er eigentlich hier oder da so eine, oder hier einmal, hier und eigentlich hier eine Positionsleuchte. Warum hat er keine? Kann mir das jemand mal verraten? Haben sie es vergessen? Abmahnung, ganz klar. Ja, müssen wir mal schauen, warum, weshalb, weswegen. Aber das ist auf alle Fälle nicht mit dabei. Auch gut, dass die Kotflügel hier mit dabei sind und man die abmachen kann. Das finde ich natürlich auch klasse. Das ist schon mal was. Aber das finde ich ein bisschen schade, dass wir hier keine Positionsleuchten an der Seite haben. Naja, okay, gut, lassen wir es mal so im Raum stehen. Ne? Lenkräder, Standard, ist das, was man schon kennt, das 19er und dann das Leder hier. Genau, das Zeug von SDS funktioniert hier alles natürlich tadellos. Ne? Klar, das ganze Gedöns, alles, was wir so kennen. Auch hier die ganzen Sachen, wenn ich jetzt Wolle Interieur und nutze zum Beispiel, das könnte funktionieren. Ich gucke jetzt gleich mal, wenn ich jetzt hier mal die Gardinen ranmache, ob man das auch von außen sieht. Ich mache jetzt einfach mal
Nee, warte mal, das ist jetzt hier falsch. Das passt natürlich nicht mehr zusammen. Aber ich nehme jetzt hier mal, wenn ich von mir mal meine Fahne nehme, haben wir hier MN. Das passt natürlich nicht mehr ganz zusammen, aber man sieht's. Und den Fernseher sieht man hier auch, ne? Da Fernseher. Also das funktioniert nach wie vor. Und auch hier die Schilder, wenn ihr das von Wally nutzt, auch als Beispiel, kann man hier dann auch gut erkennen. Das klappt. Gut, dann haben wir das auch mal geklärt und gecheckt. Das finde ich gut. Und ja, ne? Und dann sind wir eigentlich sowas, jetzt einfach mal so einen groben Überblick vom LKW sieht, dass er so ein bisschen einfach neu aussieht und hübscher ist. Diese Effizienz Line 3, ja, ist einfach mal so schön anzuschauen. Finde ich gut, dass da ein Update dazu kommt. So, wir gucken uns mal das Dashboard an, dass wir einfach mal sehen, was da so mit dabei ist. Okay. Sound ist schon mal gut. Sieht doch alles klasse aus hier, oder? Kann man gar nichts sagen, ne? Oh, schönes Logo. Spritverbrauch, alles da, was man so braucht, oder? Coole Sache. Nee, der hat schon was. Nicht irgendwo gegenfahren gleich mal. Blinkersound. Warte mal, fahren wir mit der Kurve hier. Also sehr gut verarbeitet, erinnert mich wirklich gleich so ein bisschen an Metzer, sein MAN Euro 6, ne? Also die Verarbeitung zumindest. Das sieht schon richtig, richtig gut aus. Das erkennt man eigentlich hier anhand schon. Man sieht es ja im SCS-Block. An den Bildern der Scheinwerfer zum Beispiel und generell einfach die komplette Verarbeitung hier, ne? Das Funkeln und Glitzern des MRS, also das coole Sache. Es funktioniert natürlich auch die ganze Scheiben und so, das glaube ich brauche ich nicht erwähnen, oder das ist alles klar wie Kloßbrühe. Das läuft und funzt. Genau, so, schauen wir wieder hoch. Toll. Also echt cooles Update. Machen wir mal kurz einen Lichttest dazu. So, ich mache jetzt mal das Licht an, einfach nochmal zum Sehen. Das ist unser Tagfahrlicht, das bleibt ja von Haus aus an. Dann haben wir unser Standlicht und Abblendlicht. Ne? Fernlicht ist, glaube ich, klar. Blinker sind auch klar. Das funzt. Ja, nee, passt. Aber wie schon gesagt, ich finde schade, dass wir an der Seite keine Positionsleuchten haben. Das finde ich ein bisschen schade hier, dass das nicht mit dabei ist. Aber ansonsten... schönes Update. Auch hier das Panel dazu. Toll. Scheibe runter, Licht an. Alles da. Coole Sache. Was ich jetzt noch fragen möchte, vielleicht hat es schon jemand gesehen oder noch nicht. Was mich interessiert würde, ob der Effizienzline dann auch Traffic vorkommt. Ob den schon jemand gesehen hat. Wenn ja, darf es mal gern kommentieren. Da bin ich mal gespannt, ob es da auch Infos dazu gibt. Das würde mich wirklich mal interessieren. Aber er sieht richtig gut aus. Kann man echt nicht meckern. Ich hoffe, dass da auch noch irgendwann mal ein Update gibt für den TGX. Das würde mich natürlich auch freuen. Aber lassen wir uns mal überraschen. Ansonsten, wie immer, echt tolles Update hier von seitens SCS, dass wir dort zum Nikolaus hier nochmal eine kleine Überraschung bekommen haben. War nicht letztes Jahr auch irgendwas zum 6.? Hm? Wer weiß es noch? Dürft das gerne kommentieren. Ich habe es nämlich wieder vergessen. Genau. So, dann wisst ihr Bescheid, falls ihr noch Fragen habt zu diesem Update. Und was ihr davon haltet, dann dürft ihr es gerne machen, indem ihr das kommentiert. Ansonsten auch im SCS-Blog. Daumen da lassen, Abo für den Kanal nicht vergessen, die Glocke drücken und denkt an das Gewinnspiel. Das Weihnachtsgewinnspiel. Habt ihr noch Zeit bis zum 23. mitzumachen. Ne? So, in diesem Sinn, wie immer, knitterfreie Fahrt. Macht's gut, bis bald und adios.